Same procedure as every year. Wir sind wieder auf der Rolltreppe und wir gehen jetzt hier im Grand Hyatt Hotel zu Corsair und schauen mal an, was die für neue Produkte haben. Ja, wir sind in der Corsair Suite angekommen und hier gibt es eine Menge zu sehen. Wir haben uns entschlossen, mit den Gehäusen anzufangen und hinter mir seht ihr schon das 380T aus der Graphit-Serie. Gibt es in drei Farben, wie sie hier auch stehen. Kommt im August auf den Markt für 129 US-Dollar. Der europäische Preis, den muss man dann halt mal abwarten. Das Coole ist, es lässt sich wirklich alles einbauen, was man möchte. Man kann hier die Seitenpanel einfach so aufmachen. Auf beiden Seiten. Kommt dann halt auch sehr einfach an die Hardware ran. Hier vorne ist ein Easy Access Lüfter zum Tauschen. Und hier haben wir dann halt auch einen Fan-Controller in drei Stufen, den man also auf Silent stellen kann, wenn man die Performance des Lüfters nicht braucht und das dann halt auch entsprechend hochfahren kann. Es ist sogar internes Licht verbaut, das heißt, man kann hier, wenn man das Sidepanel aufmacht, an der Seite auch einen kleinen Schalter umlegen, dann gibt es internes Licht. Große Grafikkarten passen rein, es passen große Netzteile rein, also es ist wirklich so, dass man in dieses Gehäuse alles einbauen kann, was man auch in ein großes Gehäuse einbauen kann, dann braucht man ein entsprechendes Mainboard. Das Carbide R240 kennt ihr schon in groß. Das gab es letztes Jahr, ist sehr gut angelaufen, wurde ja auch in unserem Forum ziemlich oft empfohlen. Jetzt gibt es das Ganze auch in klein. Das heißt, wenn man jetzt möglicherweise nur ein Micro-ATX-Board nutzen möchte, dann kann man das mit der neuen Serie machen. Wie man sehen kann, kann man die auch in Hochkantmodus oder im Desktop-Modus verwenden. Da gibt es dann auch andere Stellfüße für und man kann das Logo auch entsprechend umdrehen. Sieht schick aus wie die große Serie, das heißt, wer auf diesen kubische Design steht, wird da glücklich. Es kommt auch im August raus und es wird für 89 US-Dollar angeboten in den USA, also auch sehr preiswert. Wie der deutsche Preis ist, steht noch nicht fest. Auch das Gehäuse kennt ihr schon, das ist vor 5 Jahren mal auf den Markt gekommen als 600T, Graphit 600T, sehr gut verkauft worden damals und man hat sich gedacht, man legt das neu auf, macht das nochmal ein bisschen moderner. Ist jetzt als 87T, kommt das auf den Markt im September für 189 US-Dollar, also es wird ein Luxusgehäuse, kann man ja schon so sagen. Auch hier vorne Lüfterfilter natürlich, hier oben kann man auch wieder die Lüftersteuerung haben. Aber was ich besonders cool finde, ist, dass das Gehäuse wirklich trotz der Form, die natürlich nur mit Plastik realisierbar ist, wirklich sehr verbiegungssteif ist, also verbindungssteif. Das hat man dadurch erreicht, dass man hier auch das Plastik mit Metall unterstützt hat von innen. Das heißt, es sind überall auch Rahmen eingebaut und deshalb ist das wirklich ja, also nicht klapprig oder es zieht auch nicht, wenn man es hier an der Seite drückt oder so, dann knarzt nichts. Hat eine sehr hohe Bauqualität. Ist ein riesen viel Platz innen drin, also 9 PCI Express Slots und so weiter und so fort. Das heißt, wer ein High-End-Gehäuse raufbauen will und auf den Look steht, der hat hier sicherlich eine tolle Option. Es wird es auch in Weiß geben und in Schwarz, wer das Gelb natürlich nicht mag. Die HX-Serie gibt es auch in einer neuen Variante. Netzteile muss man ja stetig pflegen und deshalb hat Corsair auch diese Serie neu aufgelegt. In der 4. Generation mittlerweile, Platinum-Status natürlich, hochwertige Kondensatoren drin, hohe Bauqualität, also das ist so, wie man das eigentlich von einem Netzteil sich wünscht. Es wird geben eine 750 Watt Variante, die 850 Watt Variante und 1000 Watt. Und wird auch jetzt auf der Computex vorgestellt und kürzer verfügbar sein. 166 bis 239 US-Dollar ist also die Preisangabe. Das Coole an dem Gerät ist, zum einen ist es natürlich voll modular, hat einen Corsair Link auch natürlich. Und es gibt eine Fan-Test-Taste, weil das Netzteil den Lüfter erst ab einer bestimmten Last anfährt. Und damit man testen kann, ob der Lüfter denn überhaupt funktioniert oder nicht, kann man diese Taste drücken und man hat dann halt sozusagen eine manuelle Übersteuerung des Lüfters. Cooles Netzteil, werden wir so sicherlich auch einen Test haben. Gucken wir uns dann natürlich auch an, wie da die Leistungswerte sind. Ja, ich habe den Voyager GTX in der Hand, einen neuen USB-Stick von Corsair.
GTX heißt ja immer schnell, das heißt, das ist der auch. Der hat im Endeffekt einen SSD-Controller drin, läuft über die USB 3.0-Schnittstelle, ist auch sehr kompakt und schick, Metallrahmen. Hochwertig fühlt er sich an. Die Benchmark-Resultate sind mal wirklich cool. Das geht schon ans Limit vom USB 3.0-Controller ran, was man so erreichen kann. Also wir haben hier maximal knapp 450 Megabyte pro Sekunde Übertragungsvolumen. Das ist schon hervorragend. Das Ding ist also extrem interessant für Leute, die wirklich große Datenmengen in schneller Zeit übertragen wollen. Cooles Gerät. In Zukunft wird natürlich auch DDR4 ein ganz großes Thema sein mit der Vorstellung der neuen Intel-Prozessoren, die bald kommen. Da ist Corsair auch schon fertig. Im Endeffekt kennt man ja das Design der Platinum-Serie schon. Und da wird es natürlich auch dann dementsprechend DDR4-Module geben. Kann man hier unten schon schön an der Kerbe erkennen, dass das im Endeffekt dann die kommenden DDR4-Module sein werden. Wir sind da natürlich gespannt, was da auf den Markt kommt, welche Taktfrequenzen da erreicht werden können und ob man da vielleicht dann auch wieder ganz neue Performance-Werte erreichen kann. Ja, hier sehen wir noch als letztes Highlight von der CES hier von Corsair das, was wir schon auf der CES gesehen haben, aber jetzt tatsächlich auch mit einer Ankündigung verbunden, nämlich das K70 RGB und das K95 RGB wird es tatsächlich geben. Und sie kommen schon im Juli bzw. August auf den Markt. Ihr kennt das von der CES schon, das heißt im Endeffekt gibt es hier die Cherry RGB Switches drin, die von Corsair mitentwickelt worden sind und auch an da einige Entwicklungsarbeit drin steckt. Dazu gibt es natürlich auch noch eine tolle Software hinten dran, mit der man das Ganze steuern kann, mit der man auch Makros steuern kann. Das ist also eine Tastatur, die wirklich den Gamer total zufriedenstellen soll, aber natürlich auch ultra cool aussieht. Die kleinere Variante und die größere Variante liegen bei 169 US-Dollar und 189 US-Dollar. Das heißt, sie werden natürlich etwas pricey sein, aber auf der anderen Seite kriegt man hier auch wirklich einige Technik geboten. Begleitet wird das Ganze mit einer neuen Maus, das heißt die M65 RGB wird gleichzeitig gelauncht. Auch da liegt die M65 zugrunde. Allerdings hat man die auch noch ein bisschen aufgebaut mit neuen LEDs, die dann auch gesteuert werden können, je nach DPI-Einstellung. Also die Maus gehört dann sozusagen natürlich auch zum Must-Have-Equipment. Wir werden das uns natürlich auch genau mal angucken und mal Probe spielen. Und jetzt düsen wir erstmal zum nächsten Termin. Tschüss nach Hause.